So, servus und willkommen zu Tag 2 Monaco. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, keine Wolke am Himmel. Heute ist es noch mal eine Spur heißer als gestern. Wir haben heute um die 21 Grad maximal. Jetzt werdet ihr sagen, 21 Grad ist jetzt gar nicht mal so viel. Stimmt, in Österreich glaube ich, als ich wegfuhr, hatte es 25, aber wir sind am Meer, also ich weiß nicht. Aber hier fühlen sich 21 Grad an, wenn die Sonne scheint, kein Wind ist, wie 35. Und abends wiederum sinkt es gar nicht mal so viel ab. Es sinkt vielleicht gerade mal auf 16 Grad ab, aber man friert und braucht einen Pullover und eine lange Hose. Ja, ist einfach so am Meer. Also jeder von euch, der öfters am Meer ist, weiß, dass das manchmal so ist. So, wie jeden Morgen gehen wir auf dem Weg nach Monte Carlo am Ferrari-Dealer vorbei und heute steht da ein LaFerrari-Aperta. Und nicht nur das, da hinten sind noch ein 2F40 und ein Ferrari Enzo. Wow. Also 2F40, ein Enzo und ein LaFerrari Aperta. Also man kann das hier gut erkennen, dass das Dach abnehmbar ist. Und hier der Wagen nochmal von hinten. Ja, ansonsten, also Car Dealer gibt es ja genug in Monaco. Hier gleich der nächste. Und ja, also an Autos mangelt es nicht, weder Neuwagen noch gebraucht. Ansonsten bin ich gerade auf dem Weg zum Tunnel und danach werdet ihr, beziehungsweise ihr seht auch schon jetzt, was ich gemeint habe, denn die halbe Stadt ist eine einzige Baustelle. Also vom Tunnel beginnend, der Kreisverkehr, an dem viele Videos gedreht wurde, mit viel Action und vielen Autos, den gibt es gar nicht mehr. Und man hört überall Schlagbohrer und alles Mögliche. Keiner kennt sich aus. Hier und da fehlt eine Spur und die Autos haben keinen Platz. Ihr müsst euch vorstellen, in Monaco gibt es unglaublich viele Autos. Noch viel mehr während dieser Woche, aber Platz ist eben keiner da. Deswegen ist das Ganze eigentlich nicht optimal, aber was soll man machen? Jetzt bin ich übrigens im berühmten Formel 1 Tunnel von Monaco. Ich weiß nicht, ob ihr mich klar hören könnt, also sobald ein Auto vorbeifährt, ist es eigentlich ziemlich laut. Gut, in dem Fall nicht, es ist nur eine V-Klasse. Aber ja, die wollte ich euch auch mal zeigen. Diese haben die irgendwas in der Mitte da aufgestellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür das notwendig ist, denn so viel Action und Burnouts und alles mögliche, was es auch schon alles gab in Monaco, im Tunnel sind sie nie auf der falschen Spur gefahren. Also das war nie ein Problem. Aber ja, falls die Polizei meint, dass das notwendig ist, ja, dann macht sie das eben so. Also die sind da sehr streng und die haben da ihre Ideen. Viele davon sind blöder. Da nichts dagegen machen, so ist es nun mal. Und ja, ich hoffe, dass wir dennoch gute Videos bekommen, auch mit den ganzen Barrikaden. So, da wären wir. Hier ist das Fairmont Hotel, wo ab morgen ungefähr bessere Autos stehen sollten. Also die ganzen normalen Autos sind wahrscheinlich dann nicht mehr hier. Da links ist die berühmte Haarnadel, die Fairmont Haarnadel, benannt nach dem Hotel. Da oben ist das Casino. Und hier seht ihr die Baustelle, die ich gemeint habe. Also da eigentlich ist der Kreisverkehr und das Ganze ist eine einzige Baustelle. Man hört überall Presslufthammer und alles Mögliche und deswegen, selbst wenn die Baustelle nicht ganz so groß wäre, allein schon wegen dem Sound, also da braucht man keinen Auspuff filmen, wenn man einen Presslufthammer im Hintergrund als Geräusch hat. Deswegen wird sich das Ganze sowieso, denke ich mal, verlagern. Hier im Hintergrund übrigens ein mega teures Gebäude. Aber ja, das ist nichts für uns. Wir beschäftigen uns mit Autos.
Servus, ich war jetzt im Apartment und bin jetzt wieder auf dem Weg zurück, denn beim Fairmont soll ein Bugatti Chiron stehen, beziehungsweise stand. Der Max von Supercars of Austria hat mir ein Bild geschickt, aber anscheinend fährt er jetzt rum und kommt dann hoffentlich zurück, wenn ich dann ankomme. Von hier brauche ich ca. 15 Minuten. Beim Fairmont ist er übrigens auch der offizielle Bugatti-Dealer von Monaco. Ja, ich habe mir gedacht, ich kann ruhig mal eine Stunde im Apartment verbringen, denn zum Mittag war echt nichts los. Also klar war was los und es gab auch Autos, es gab 488 Turbo S, 488, 458 in allen möglichen Variationen. Aber das ist ja eben nicht so besonders und umso cooler wäre es, wenn wir jetzt einen Chiron wiedersehen. Und ja, hoffentlich erwische ich ihn. Die machen auch immer Action. Oh, die Polizei hat ihn schon. Ja, also wie gesagt, fahr mal Reven und schon ist die Polizei da. Deswegen, ja, machen das nur wenige. Er aber macht das eigentlich immer, auch die letzten 2 Jahre. Und ja, solche Leute braucht man eigentlich. Und weniger von dieser Polizeisorte. So, ich bin jetzt beim Fairmont, aber der Bugatti ist nicht da. Dort stand er anscheinend und ich hoffe, dass die Parklücke für ihn quasi freigehalten wird und dann sollte ich ihn später filmen, wenn er wieder ankommt. Und ja, ich hoffe, ich sehe ihn noch. Habe ich nicht mehr gesehen, aber dafür wieder den hier von gestern. So, Dienstagabend, wir waren eine Pizza essen, jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück in die Stadt und ich bin hier beim Yachtclub. Und da steht ein ein GTC4 Lusso, ein 27S, finde ich persönlich mega, mega geil. Ein Rolls Royce, noch einer, da ist ein Porsche Turbo, ein AMG GTR und hier steht nochmal ein 812. Das ist jetzt nicht das verrückteste Line-Up, aber schon mal nicht schlecht. Und jetzt, wo weniger Verkehr ist, die Leute langsam von der Arbeit zurückgekehrt sind, trauen sich die richtigen Supercars auch wieder langsam in die Stadt. GMK.
So, jetzt bin ich beim Grimaldi Forum, wo auch gleich der nächste Bugatti steht. Diesmal ein Veyron, kein Chiron. Oh, und ein Chiron steht auch da. Also anscheinend ist das der gleiche Besitzer, der nicht nur einen Bugatti Veyron hat, sondern auch einen Chiron in rotem Carbon, von vorn bis hinten. Ja, warum nicht beides, hat sich der wohl gedacht. Und mega geil, das ist jetzt, glaube ich, der vierte Chiron, der seit gestern in Monaco gesehen wurde. Und für mich ist es der zweite Chiron und der erste Veyron. Ja, auf andere Supersportwagenmarken wie Pagani warten wir noch. Aber Bugatti-mäßig sind wir bisher ziemlich gut bedient. So, jetzt wurden beide Bugattis umgeparkt und nebeneinander gestellt, weswegen das jetzt noch besser aussieht auf Fotos und im Video. Weil wir jetzt beide auf einem Fleck haben und ja. Jetzt wäre natürlich hier Platz für weitere Hypercars. Also ja, unwahrscheinlich, aber der Platz wäre da, dass ich jetzt weitere Autos hinstelle. Und wieder mal gibt es Probleme, also jeder, der kein Kennzeichen vorne hat, hier zum Beispiel aus Rumänien, da muss man ja kein Kennzeichen vorne haben, beziehungsweise man kriegt einen Ärger. Ja, da wird jeder aufgehalten, erstmal Strafe und kontrolliert und bla bla bla. Ja, wie gesagt, die sind relativ pingelig, aber was soll man machen? So, Servus und ich verabschiede mich für heute. Actionmäßig war es jetzt nicht besonders, aber immerhin haben wir wieder ein paar Hypercars gesehen. Auch wenn, wie gesagt, nach wie vor Autos wie Koenigseggs oder Paganis fehlen. Dafür sind es dieses Jahr mehr Bugattis, letztes Jahr waren es viele LaFerraris. Vor 2 Jahren waren es mehr Koenigseggs. Ja, nur Paganis kommen irgendwie nie her. Ansonsten, ab morgen wird das Ganze schon wieder anders aussehen, denn während wir heute noch ganz viele Monegassen gesehen haben, reisen morgen wirklich viele aus Deutschland an. Ich glaube auch aus der Schweiz, aber ich weiß von vielen Deutschen, dass sie morgen dann ankommen und ja, morgen wird es dann voll sein. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mit der Action aussieht, aber Autos werden ab morgen viele da sein. Und ja, dann hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns morgen wieder.